Aloha, Freunde der leichten Unterhaltung. Herzlich willkommen zurück zu Brody Schubiert DC Universe Online. Wir sind immer noch in Zombie-Gestalt, aber das wird sich wahrscheinlich gleich legen, wenn wir die Solo-Instanz Gotham University betreten und Felix Faust davon abhalten, die Macht von Black Adam an sich zu nehmen. Und zack. Nein? Ja, doch, wir sind wieder wir selbst. Das ist sehr schön. Faust begins his ritual. It is a trick. Stop them. Prevent Faust from gaining Black Adam's power. Gut. In Betracht der Tatsache, dass ich hier, glaube ich, auch ein bisschen AOE gebrauchen kann, jenseits meiner Kräfte, lege ich mal. Oh, was man hier sieht, ja. Bounty für Neferitos, weil Sky Lantern war es. Genau, Sky Lantern. Uns ja in der letzten Folge Neferitos quasi, was ihr nicht gesehen habt, was aber passiert ist. Was ist das hier? Turn Coils into Soulless Monsters. Ist noch gar nicht fertig. Tja, dann tut mir das sehr leid, aber gehen wir nochmal raus. Und, ja, keine Ahnung, wie uns das, entwichen konnte als Ziel, aber egal. Lassen wir uns von Etrigan nochmal verwandeln. Hail, mortal, born of man! I am the demon Etrigan. So, und Drain the Souls of Coils as a Zombie. Help! Help! Run for your lives! Ah. Stay away from my soul! Also geht das doch. Keine Ahnung, warum das beim letzten Mal nicht funktioniert hat, aber wir nehmen ja alles mit hier. Vielleicht habe ich auch einfach nicht lang genug B gedrückt gehalten, also den roten Knopf. Ist ja wurscht. Das sollte jetzt nicht allzu lange dauern, wenn wir da möglichst schnell durchkommen. Gar kein Thema. Jedes Mal, wenn die... Ach, Kinder. Ich wollte gerade sagen, jedes Mal, wenn die gelähmt sind, können wir ja eigentlich ohne Probleme hier die Seelen verschlingen. Aber offensichtlich ist die Steuerung nicht so responsiv im Zombie-Modus, wie sie es normalerweise hier im Spiel ist. Oder hat einer die Verkleidung eben als Monster-Clown gehabt? Die habe ich mit meinem 30er-Helden auch. Die ist ziemlich krass. Ich bin geheilt worden. Das ist ja spannend. Ich dachte immer, das geht nur innerhalb einer Gruppe, aber anscheinend geht das auch übergreifend. Das ist natürlich sehr schick und das ist ganz praktisch dann für so Sachen wie diese Bounties. Also die Verhandlungsplakate. Weil man da ja nicht immer schnell genug hinkommt, um eine Gruppe aufzumachen. So, noch 5. Haben wir die Hälfte? Da oben steht eine. Das sind alles nur Mädels, hä? Oh, please, no! Irgendwie. Ah, nee, doch nicht. Ich dachte immer, da verfolgt uns jetzt gerade eine. So, können wir jetzt hier hüpfen? Hier, das ist der Monster-Clown. Run! Stay away from my soul! Und schon wieder neue Stiefel. Sabotons of the Seraph. Stop! You disgusting undead thing! Keine Ahnung, die gucken wir uns an, wenn wir in der Instanz sind. Was brauchen wir noch? 3 brauchen wir noch. Ach, wer bist du denn?
take our souls. Jetzt hat mich dieser blöde Heldenzombie das Mädel befreit, das ich gerade aussaugen wollte. Kann er nur. Ich habe doch auch Bedürfnisse. Jetzt war ich ein bisschen ruhig. Warum auch immer. Oh, zum Aufzusammeln. Ich hoffe, der Würfel da hinten steht noch. Das Würfelgefängnis. Sehr schön. Christmas Elm. Ich glaube, das Ding habe ich jetzt auch schon ein paar Mal. Nein, ich helfe dir nicht. Ich will nur deine Seele. Acht von zehn. Rein. Bisschen Glück. Ist in der Zwischenzeit da unten wieder eine respawned. Und da drüben ist eine. Hallo Monster-Clown. Kollege von Sinestro, oder? So, jetzt ist aber immer gut, oder? Und Revolver. Spannend. So, dann haben wir das jetzt aber auch fertig und dann geht's jetzt ab in die Instanz. Wollen wir uns auch nicht lange mit aufhalten. Schmuggeln wir uns jetzt einfach hier durch die Zombie-Horden. Entschuldigung, die seelenlosen Horden. Und lassen Gotham City außen vor. Und hier drin gucken wir uns dann gleich mal an, was wir gewonnen haben. Faust begins his ritual. It is a trick. Stop them. Prevent Faust from gaining Black Adam's power. Okay, wir haben auf jeden Fall einen Erfolg bekommen. Ich wollte ja eigentlich Handblasters anlegen, oder? Aber ich glaube, es geht auch so. Ah ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch so geht. Ich glaube, auch hier gibt's einen Erfolg, wenn man, ohne ausgenockt zu werden, durch die Zombie-Horden kommt. Sieht bis jetzt auch ganz gut aus, eigentlich. Zur Not haben wir ja auch immer noch das hier. Zum anderen. Das hier. Ansonsten können wir uns auch noch heilen. Ja, ich glaube, das ist ganz in Ordnung. Ich bin mir ziemlich sicher, bei meinen anderen beiden Charakteren, die ich auf Stufe 30 bis jetzt schon habe, das noch nicht geschafft, das beim ersten Mal hinzukriegen. Aber ich mache hier überlegenen Schaden. Ja, das ist sowas von überlegen. Ja, jetzt kommt Miniboss. Der seelenlose Fürst. Bam!
So, komm, 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 komm. Jawohl, genau. Das ist das Achievement dafür. Brain intact. Jetzt sind auch die anderen Zombies hier noch verschwunden, weil wir den quasi Zombie-Herrscher besiegt haben. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Ja, das ist alles machbar hier. Das ist aus irgendeinem Grund wirklich sehr viel einfacher als die Instanz mit Bruno Mannheim. Und die hat mir bei meinem Helden auch schon extreme Schwierigkeiten bereitet. Eieiei, da habe ich aber gerade hier... Eieieiei. War ich etwas zu optimistisch eben und habe nicht auf meine Gesundheit geachtet. Vielleicht sollte ich auch einfach ein bisschen mehr Nahkampf wieder machen. Du haust erstmal ab. Keine Ahnung, ob das jetzt irgendwas gebracht hat, diese Supercharge-Fähigkeit, weil ich habe irgendwie nichts gesehen, dass sich da irgendwas getan hat. Können wir hier irgendwas machen mit den Dingen? Ja. Wir können sie absaugen. Dann machen wir das doch auch. Da werden wir von einem Soulless Tormentor angegriffen. Vor dem haben wir aber wirklich keine Angst, so alleine wie der ist. Jetzt müssen wir Energie abziehen aus diesen Kesseln, die eigentlich eher wie Feuerschellen aussehen. Gucken wir aber gleich nochmal. Und zack. Ja. Das werden wir hoffentlich überleben. Na, vielleicht gibt es dafür ja auch wieder einen Erfolg, wenn man diese Seelenbrunnen alle aussaugt. Hab ich einen übersehen hier irgendwo? Ich glaube nicht. Aber das grüne Ausrufezeichen nehmen wir noch mit. Das habe ich nämlich tatsächlich übersehen. Also nicht übersehen, aber ich habe es tatsächlich vergessen. So. Wo warst du? Hier warst du in der Ecke. Dissertation notes. The jackal-headed god of the east, Duamutef, escorts the dead to heaven. Ja gut, man kann doch Kessel dazu sagen, weil die Flammen sind oben drüber. Wenn es überhaupt Flammen sind, nicht irgendwelche magischen Effekte. So. Ab durch das Portal, um das Grab der Isis zu kommen. Isis, ehemalige Frau von Black Adam. Verstorben. Keine Ahnung, ob sie zwischendrin mal wiederkam. Und nein, es ist nicht die originale Isis aus der altägyptischen Mythologie, sondern eine neue Isis quasi, der Black Adam halt Macht hat zukommen lassen. Black Adam ist ja ein Schurke aus von Captain Marvel, der heutzutage auch, glaube ich, gar nicht mehr Captain Marvel heißt, eben wegen Marvel Comics, sondern zumindest die Comicserie heißt nicht mehr Captain Marvel, sondern Shazam oder Power of Shazam. Das weiß ich jetzt auch nicht mehr so ganz genau. So. Hier. Der ist auch nicht so das große Problem, weil wir auch alle schön einzustehen. Das große Problem kommt jetzt. Und da kommt es schon. Ein Skarabäenschwarm.
Wobei, aus irgendeinem Grund kommen wir jetzt kaum an mich ran. Gehen wir hierher zurück. So, machen wir nochmal ein Blitzfeld. Problem ist, die explodieren quasi, wenn sie sterben. Und ja. Das gibt entweder Schaden oder. Ah ja, es gibt vor allen Dingen Schaden, wie man hier gesehen hat. Und es gibt gar nicht so knapp Schaden. Ich glaube, hier hätte ich doch lieber die Handblaster anlegen sollen. Ja. Okay. Dieses Achievement ist dann auch erstmal für den Arsch. Aber das ist halt jetzt nur das Problem, weil das so extrem viele sind. Das halt so ein richtig großer Schwarm ist. Das sollte jetzt auch gleich gegessen sein. Hoffentlich. Ah, jetzt sind nämlich nur noch die Mumien hier übrig, ja? Und ich glaube nochmal so eine Abteilung von. Au, au, au. Aber auch wieder extrem, extrem knapp. Okay, Sensenman 88 ist auch ein toller Schurkenname. Sensenman. Schade, dass es keine Sensen gibt. Man kann natürlich Stab verwenden, aber ich weiß auch nicht, ob es da einen Stab gibt, der eine Sense irgendwie ähnelt. Ja, das sind wieder Mumien hier. Ich glaube, beim Bosskampf kommen aber wieder so blöde Skarabäen. Das Tolle ist, die Mumie, die ich als erstes getroffen habe, da eben mit diesem roten Kristall, die hat offensichtlich gar keinen Schaden bekommen dadurch. Aber das Überleben, das Überleben. Da ist noch eine Mumie, die hat uns aber nicht gesehen. Das ist praktisch. Ja, warten wir kurz. Was haben wir eigentlich mittlerweile hier? Was ist das? Gürtel. Stil, den wir noch nicht haben, den legen wir auf jeden Fall mal an. Oh, das habe ich mit ihm doch noch nicht. Okay. Die legen wir auch mal an, auch wenn wir sie nicht. Ha! Aber die sind besser. Die sind nicht besser. Was ist das? Okay. Okay, gut. Soweit, so gut. Und komm und aus. Mit dir. Ja. Na, fällst du jetzt mal um, du Nuss. Also, geht doch. Must be delivered to Kondak. Den saugen wir ab. Jawohl, nix geht nach Kondak, ihr Nasen. Heute sieht man tatsächlich auch mal Franzosen im Chat. Das sieht man sonst nicht so häufig. Oder ich bin immer zu den falschen Zeiten da. Welche Nationalität man sehr, sehr viele sieht, sind Türken und Russen auch.
Bei einigen weiß man es halt nicht, weil sie auf Englisch schreiben. Oft nur auch in recht schlechtem Englisch, aber das will nichts heißen. Das können auch Engländer sein oder sogar Amis, man weiß es nicht. Deutsche sieht man, wenn man mal nachfragt meistens. Beziehungsweise liest man. Und ich schätze mal, Sensenman 88 wird auch Deutscher sein. Vorhin hatten wir, glaube ich, deutscher Mann im Chat als Name gesehen. Also vorhin ist gut, in einer der letzten Episoden. Also es ist ein sehr internationales Publikum, logischerweise, für... Oh ja. Ich glaube, ich hätte mir den Overcharge aufheben sollen, für als die Käfer hier waren. Ich will nicht sterben. Aber jetzt habe ich gar nichts mehr. Keine Kraft mehr, kein gar nichts. Alles auf Cooldown. Wow. Huhu. Das war knapp. Ich glaube, das waren die Archmagens hier, die beschworen haben. Holla, holla. So. Dann tasten wir uns mal langsam vor hier. Ich traue der ganzen Sache nicht. Da ist bestimmt wieder eine Mumie hier ums Eck. Aber solange es nur Mumien sind, ist eigentlich alles in Ordnung. Spricht es und versaut sich dann alles, indem hier so ein blöder Schwarm aufgeht. Ich glaube, da ist einfach ein Dings mal notwendig hier. Wenn ich die nur so einzeln abkriege, ist das alles kein Ding. Aber wenn die alle auf einmal explodieren, ist man natürlich gleich halb tot. Wow. Ja, Sensenman 88 sucht immer noch nach Tank, zwei Controllern. Combat Rating, Kampfwertung, Kampfwert 85 oder mehr für PBG. PBG ist der Prime Battleground. Das ist, glaube ich, der Abschlussrate derzeit. Wo es dann, wenn ich das richtig gelesen habe, tatsächlich gegen Brainiac geht und Brainiac ist dann tatsächlich auch in der Story schon besiegt. Das heißt, man wartet tatsächlich auf die nächsten Raids. Die wohl hoffentlich in der Entwicklung sind. Aber wir sind jetzt hier beim Endboss. Komm zur Cutscene. Everything is in place. Stand back, Black Adam, and watch your love return to our world. Faust, what trickery is this? She does not live. Her flesh, it's rotting! Give her more of your powers! Do not hold back! Growing so weak. The powers of Shazam are mine! Poor, pitiful Black Adam, now merely Death Adam, forever! Faust, what have you done? Das sehen wir gleich. These vines will hold you close to me, dearest Adam. Awaken, Kandak Undead, and attack! Genau. Felix Faust hat Black Adam jetzt seine Kräfte entzogen, über das Gefäß Isis quasi. Und Black Adam ist ursprünglich ein einfacher Mann gewesen, nämlich Tate Adam, was übersetzt, glaube ich, so viel wie Schwarzer Adam oder eben Black Adam heißt. Oh, die explodieren hier alle, aber da kriege ich gar nicht so viel Schaden hier.
So, ich befürchte, dass die ja zwischendrin auch noch Skarabäen beschwört in einer der Phasen. So, jetzt haben wir sie aber. Ah, da ist noch eine Mumie. Ach, komm doch her, du. Rejoice, Mortal. Your soul feeds a goddess. Ich weiß gerade gar nicht, was ich so großartig erzählen soll, weil solange sie alleine ist, macht sie zwar mehr Schaden als... Jetzt kommen wieder Minions. Jetzt habe ich auch die Möglichkeit... Noch mehr Untote, das ist okay, solange keine... Wie gesagt, solange keine Skarabäen kommen, komme ich hier, glaube ich, klar. Und sie greift ja dann auch nicht weiter ein, wenn ich das richtig sehe. Na, ja? Was ist denn du? Zu Hilf! Ah, besser. Wenn ich gleich wieder ein bisschen Power hab, da. Ich muss gleich mal gucken, ob hier irgendwo, wobei ich es nicht glaube, irgendwas zum Heilen rumsteht. Doch, ich glaube, da ist ein Heilkristall. Nein. Dann trinken wir halt eine Cola. Oh, das war wohl ein Gefäß mit Öl. Und jetzt kommen wieder irgendwelche... Ja, jetzt kommt Skarabäenschwarm. Gucken, ob wir das überleben. Ich hoffe es ja, aber der scheint irgendwie ein bisschen einfacher zu sein. Ich habe jetzt natürlich keine Supercharge, sonst hätte ich mir das hierfür aufgehoben. Ich meine, ich hätte es mir sowieso hierfür aufgehoben, aber ich habe halt keinen. Aber die explodieren nicht, das ist günstig. Im Gegensatz zu den anderen. Fragt sich jetzt warum? Vielleicht ein Bug? Keine Ahnung. So, jetzt wollen wir mal hier auf die gute Frau reinkloppen, weil kann ja nicht sein, dass das hier alles so ewig dauert. Ah, jetzt geht's in hier Super Saiyan-Mode quasi. Das dürfte dann die letzte Phase sein. Ich hoffe mal, dass sie keine Gegner mehr beschwört. Dann. My tears of flame will incinerate this mortal. I'll present your head as a gift to my beloved. Okay, keine Ahnung, was das jetzt war, aber das hat mir irgendwie keinen Schaden gemacht. Und das haut sie aus den Socken hier. Komm! Und ab, jetzt aber gleich. Nu, sehr schön. Shazam! Help me! You are
lucky that I do not kill you here and now. You and Faust will both pay for what you have done. Ja, alles klar. I am an evil man. My rage has leveled cities, devastated friend and foe alike. But when Isis came into my life, everything changed. She was goodness, love, hope. She made Khandaq bloom. Until she was taken from me. Now, I defy death itself to keep her from me. May the gods have mercy on anyone who stands in my way. Black Adam will see them burn! Yes, das ist die nicht ganz so weit zurückliegende Hintergrundgeschichte von Black Adam in Kurzfassung. So, wir nehmen noch das Ding hier mit und schließen dann die Untersuchung ab. Dissertation. The goddess of motherhood and magic and the protector of the dead, the breath of Isis pushes the penitent past the veil. Sehr schön, dadurch haben wir auch Stufe 26 geschafft. Verbesserungen und so weiter mache ich dann aber offscreen. Das wollte ich nicht. Weg damit. Wurde raus. Denn diese Episode ist jetzt auch schon um einiges länger, als ich es eigentlich geplant hatte. Eventuell. Ja, werden wir sehen. So, ab nach oben. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Wenn es denn heißt, Brody spielt DC Universe Online. Und bis dahin verlasse ich euch mit diesem schönen Blick auf die im Hintergrund ein in Flaschenkraftfelder eingeschlossenen Gebäude von Südgotham. Und bis dahin sage ich, sanfte Träume.